Hallo, hier sind eure Womo Kids und heute haben wir eine richtig schöne Anfahrt zum neuen Ziel und zwar an zum Wasserfall in Lingen. Die Anfahrt ist schon so schön. Es sieht so aus, als wäre es so ein kleiner Märchenweg. Mehr dazu erzähle ich euch gleich. Wenn man aus Wald kommt, fährt man über eine kleine Brücke, was auch gleichzeitig eine Schleuse ist. Und wir sind jetzt auf dem Wohnmobilstellplatz einmal gespannt, aber auch gleichzeitig auf den Wasserfall. Und auf dem Wohnmobilstellplatz dahinter ist direkt ein Campingplatz. Wir waren sehr gespannt auf den Wasserfall. Es ist jetzt kein Wasserfall, es ist ein Wasserfällchen, aber trotzdem sehr schön, auch mit einer kleinen Fischtreppe an der Seite. Eine Fischtreppe kann man sich so vorstellen, das ist, wenn es einen Wasserspiegelunterschied gibt, beispielsweise wie hier, dass es da runtergeht, dass die Fische sich nicht verletzen, das heißt, dass es für sie schonend ist. Und deswegen gibt es eine Fischtreppe, das ist so eine Abkürzung dafür, dass die Fische halt einfach geschont werden. So ist es kurz erklärt. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, könnt ihr es auch gerne googeln. Im unteren Teil ist sogar eine kleine Sandbank, wo sich die Enten und so aufhalten. Als wir dort dann weitergegangen sind, haben wir so ein kleines Partyboot gefunden, was man selber steuern kann. Und in der Mitte des Bootes ist auch so ein kleines Grill mit drinne. Meiner Meinung nach eine richtig coole Idee. Und noch einmal eine kleine Sache zum Stellplatz. Direkt hinter dem Wohnmobilstellplatz ist ja so gesagt der Campingplatz. Und dort ist ein kleines Schwimmbecken, was man mit benutzen darf. War für uns richtig praktisch, weil es in der Zeit sehr warm war. Daher richtig cool. Dort, wo wir lang gegangen sind, gibt es auch noch ein Restaurant und dort haben wir uns eine Eisschokolade geholt. Der Ausblick von da war direkt auf den Wasserfall, also richtig cool. Und jetzt geht's auch schon wieder weiter. Wir sind weitergefahren, wir sind jetzt hier gerade auf dem Parkplatz und wie man sieht, da ist aber Jessie und da steht Wäsche. Es gibt nämlich einen Wäscheautomat hier. Mitten auf dem Parkplatz, also nicht mitten auf dem Parkplatz, Also so hinter so einer Tankstelle. Ja. Und das Coole ist, wenn man unterwegs ist für Reisende, es ist sehr cool, weil dann kann man einfach mal seine Wäsche waschen und trocknen. Und wir saßen ja gerade im Wohnmobil, warte, da vorne gleich. Und wir gucken hier rüber, auf einmal die Waschmaschine sieht so aus, als würde sie gleich rausfallen. Sah super witzig aus. Aber es gibt noch eine Sache, die richtig cool ist. Nämlich für Hundebesitzer. Genau. Und zwar ein Hundewäscher, wo man, ich kann es euch zeigen, ja, weil der Hund so hoch geht, dann an einen wäscht, Föhn ist auch mit dabei. Und man macht das hier einfach, dass man so Zeit hat. Hat man auch Conditioner, Shampoo, so. Und Floh- und Zeckenschutz. Ja, irgendwie eine richtig gute Sache, wenn man beispielsweise mit denen am Strand war. Und auch wenn man die Leine hat, die kann man einfach nur überhängen. Ja. Und einfach hier, falls man Hunde hat, die das nicht so gerne mögen, einfach so Leine hier an der Seite. Und wenn man keine Belohnung danach mit hat, Leckerlis, die man sich danach holt, das zu geben. Oder man geht rüber in Zunku, das ist unbezahlte Werbung, um sich da was zu holen.
Aber das ist eine richtig coole Alternative, wenn man mit Hunden am Strand war, daher. Richtig cool. Also das finden wir eine richtig coole Idee, dass man sowas macht. Erstens ist es für Camper und so richtig gut und für Hundebesitzer noch viel perfekter, weil man am Strand war. Als dann unsere Wäsche gewaschen war, sind wir weitergefahren. Wir sind nämlich zu einem Esel- und Ziegenhof gefahren. Wenn man dort gestanden hat, waren direkt die Esel vor der Tür. Es war richtig cool, so sah die Aussicht aus, die wir hatten von hinten. Das ist jetzt beispielsweise ein Stellplatz über Landvergnügen. Und wir haben dann mit der Besitzerin von dort dann auch noch eine Eselwanderung gemacht. Wir sind dann einmal rumgelaufen und das war sehr schön dort zu stehen. Die Esel waren auch sehr verkuschelt und direkt hinter uns standen die Hängebauchschweine, davon gibt es 3 Stück. Das war die Sicht, wenn man die Straße da lang gegangen ist, hat man auch sehr gut gesehen, dass die Esel direkt davor standen. Sie haben dort 6 Esel und 4 Ziegen, glaube ich. Dort sind wir dann weitergefahren und zwar zu Hennig. Dort gibt es nämlich auch neue Sachen. Neu jetzt nicht, aber es sind welche gewachsen. Und zwar die 2 Eselbaby. Die haben nämlich auch Namen. Einmal Mandy und Hansi. Eigentlich heißt Hansi Hanna, aber sie nennen sie Hansi. Sie hört auch da drauf. Hier sieht man die beiden einmal. Die sind so groß geworden und so verkuschelt. Vor allen Dingen Hansi, der ist sehr verkuschelt geworden. Mandy ist eine, die manchmal ein bisschen zickig ist, aber wirklich auch eine sehr süße, wenn man ihr Vertrauen gewonnen hat. Elsa, das Wasserbüffelbaby, das ist auch mächtig gewachsen. Die ist jetzt sehr groß schon. Wenn ich beispielsweise stehe, dann geht sie mir bis zur Hüfte. Also die ist auch schon ganz schön gewachsen, aber auch sehr verkuschelt immer noch. Wir haben dann noch Marie, Mia, Mandy und Hansi rübergebracht. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Das Video, was nächste Woche kommt, wird sehr spannend und zwar von der Caravan-Messe in Düsseldorf. Und ja, das waren eure Womo-Kids. Bis zum nächsten Mal. Bye!